Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dr. Disch Magazins. Wie üblich, meine beiden Gehhilfen, meine geistigen Gehhilfen, Nathalie und Rudi. Kinga ist es diesmal nicht. Das ist eigentlich eine erwandelte Kinga, die wir jetzt haben. Ja. Die sitzt ein paar Büros weiter und hat zu tun heute. Okay, alles klar. Wir haben eine heiße Geschichte heute mit der Weine. Ja. Sehr heiße Geschichte. Ja. Heiß gestrickt. Ja. Mit der heißen Nadel. Dauert aber noch ein bisschen, oder? Ich bin schon ganz kribbelig. Am Ende. Am Ende, okay. Und was Sie heute bei uns sehen, sagt uns die Bluesstimme aus Österreich, George Nussbaumer. Das sehen Sie heute im Dr. Disch Magazin. Im Test. Der Coolstream C2. Die Angacom 2015. Walter Merker von Panasonic zum Thema Ultra HD. Im Interview Axel Bechler von der Axing AG. iSmart TV App steuert Changhong Fernseher. Und Bundeswehr TV und AFN gehackt. Rudi, du hast dich mit einer neuen Setup-Box von Coolstream ausführlich beschäftigt. Hier ist das sie, Stück ja, hier. Die C2 an sich. Bei mir steht hier CST. CST, ja, Coolstream, die Abkürzung davon. Es kommt mal wieder Neutrino HD zum Zuge als Betriebssystem. Wir hatten jetzt viel Linux Enigma 2. Jetzt haben wir mal wieder Neutrino HD als Betriebssystem. Ist eine sehr interessante Box, gibt es in mehreren Varianten. In dem Fall ist es hier tatsächlich, ich nehme mal kurz deine Zettel, sogar die Variante, die wir hier haben, mit zweimal Kabel. Also es kommt, habe ich den Eindruck, in letzter Zeit immer mehr die Kabelvariante raus. Ja. Also auch da gibt es Boxen. Und die C2 ist eben eine dieser Boxen, gibt's die alles auch kann. Als SAT? Ja, wir haben sie hier tatsächlich hinten in unserem Regal. Okay. Da ist auch die Variante Satellit und Kabel kombiniert. Und was der Coolstream C2 wirklich kann, das sehen Sie jetzt. Neutrino HD ist angesagt. Mit diesem Betriebssystem laufen die Receiver des Herstellers Coolstream. Der C2 ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Twin-Tuner-Receiver in unterschiedlichen Varianten. Neben einer Version mit einmal Satellit und einmal Kabeltuner gibt es sogar eine C2 mit zwei Kabeltunern. Verbaut ist ein leistungsstarker A9 1700 DMIPS-Prozessor mit 500 MHz. Optisch ist der C2 in elegantem Schwarz mit roten Elementen gehalten. An der Vorderseite ist ein OLED-Display mit einer Auflösung von 128x64 Pixeln der zentrale Blickfang. Links unter dem On-Off-Button befindet sich ein USB-Port. Auf der rechten Seite sind zwei Kartenleser vorhanden. Auf der Rückseite liegen ganz links ein optischer SPD-IF-Ausgang sowie ein Infrarotanschluss, um den Receiver auch versteckt aufstellen zu können. Die beiden Tuner sind fest verbaut. Wir hatten im Test einmal die Version mit einmal SAT und einmal Kabel bzw. die Version mit zwei Kabeltunern. Ältere TV-Geräte werden vom C2 ebenfalls nicht ausgeschlossen. Eine SCART-Box ist dafür vorhanden. Des Weiteren bietet der Receiver einen RJ11-Modem-Anschluss sowie eine RS-232-Schnittstelle. Direkt darunter liegen HDMI und eSATA-Port. Die Internetverbindung wird idealerweise über den LAN-Anschluss aufgebaut. WLAN ist mit einem optionalen Stick möglich, der am USB-Port eingesteckt werden kann. Ganz rechts liegt sogar noch ein CI-Slot und darüber der Netzschalter, um den Coolstream C2 komplett vom Strom zu trennen. Im Betrieb läuft die Setup-Box stabil und zuverlässig mit Neutrino HD als Betriebssystem. Dieses ist sehr gut intuitiv bedienbar. Über die Menütaste auf der Fernbedienung wird das Hauptmenü aufgerufen. Hier liegen die wichtigsten Punkte auf den farbigen Tasten. Rot für Aufnahmen. Diese können auf einer externen Festplatte oder einem USB-Stick gespeichert werden. Die grüne Taste bringt die Bouquet-Verwaltung. Hier kann ein vorhandenes Bouquet verwendet werden oder auch ein eigenes angelegt werden. Die gelbe Taste öffnet die Timerliste. In wenigen Sekunden ist ein neuer Timer programmiert und gespeichert. Blau steht schließlich für Multimedia. Hier finden sich ein Movie- und Audioplayer zum Abspielen von Inhalten eines USB-Sticks sowie Zugriff auf YouTube oder Internetradio. Aber auch ein Plugin für die Mediatheken der ARD-Anstalten gibt es. In den Einstellungen können wichtige Punkte beispielsweise für die Kanalliste verändert werden, wie das Zappen nur innerhalb des Bouquets oder dauerhafte Kanalnummern. Die Netzwerkeinbindung kann natürlich ebenfalls überprüft werden.
Mit einem Druck auf die EPG-Taste auf der Fernbedienung gelangt man in eine übersichtliche Darstellung der aktuellen und kommenden Sendungen. Mit der roten Taste ist schnell auch gleich ein Timer für eine Sendung nach Wahl gesetzt. Eine Aufnahme ist aber natürlich auch direkt möglich, bei angeschlossener externer Festplatte oder eines USB-Sticks. Timeshift funktioniert bei Neutrino HD im Gegensatz zu mancher Enigma 2 Box sofort und problemlos. Insgesamt ist der Coolstream Z2 ein sehr gelungener und zuverlässiger Twin-Receiver, sowohl für Satellit als auch Kabel. Mit dem Betriebssystem Neutrino HD gibt es keine Probleme bei der ersten Bedienung. Man findet sich schnell und gut zurecht. Außerdem bietet der Z2 ein wirklich ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was Christian und Rudi von der Angercom in Köln mitgenommen haben, sehen Sie nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Noch schneller, noch besser. Der GigaBlue HD Quad Plus. Im edlen Design, erhältlich in Schwarz und Weiß. Mit bis zu 4 Tunern für Satellit, Kabel und DVB-T-Empfang. Dual-Core mit 2x1300 MHz, Linux-basierend. Dazu hunderte Plugins, volle Gigabit-Netzwerkfähigkeit bis zu 1000 Mbps. 4x USB, 2 Smartcard-Reader und ein farbiges TFT-Display mit Wiedergabe des TV-Programms. Der GigaBlue HD Quad Plus. Zum gigantisch guten Preis. Jetzt im Fachhandel erhältlich. Ihr Online-Shop im Internet, satkontor.de. Alle Top-Receiver-Marken, super günstig. VU Plus, Dream Multimedia, Giga Blue, Ferguson, Golden Media, X-Trend und viele mehr. Dazu perfekter Service und kompetente Beratung garantiert. 10 Jahre Erfahrung und über 80.000 zufriedene Kunden. Ihr zertifizierter Online-Markenshop. www.satkontor.de. Rudi, Christian, ihr wart ja dieses Jahr wieder auf der Angercom in Köln. Oh ja. Was habt ihr denn da an Neuigkeiten mitbekommen? Waren da Neuigkeiten? Naja, also doch. So ein bisschen was war da. Wie ist denn dein Gesamteindruck, Christian? Es kam mir vor wie das Essen in der Presseabteilung. Die einzelnen Komponenten waren sehr gut, nur sie passten nicht zusammen. So kam es mir in den Gängen vor. Es war mal hier, war das Roasting war noch blutig. In den Gängen nicht, mir war es zu blutig, das ist richtig, aber manche Leute mögen das, ist ja auch richtig und gut so. Aber wenn ich so diese Gänge nehme, die Stände nehme, das ging kunterbunt ein bisschen durcheinander, es fehlte einem so ein bisschen die Orientierung an der ganzen Geschichte. Irgendwie suchten wir immer, hatte ich den Eindruck. Und ich hatte das Gefühl dieses Jahr, die Anger kennt ihre Richtung noch nicht, wo sie eigentlich mal hin will. Ja. Also zwischen Routern und Set-Top-Boxen und was weiß ich, was da noch so alles Smart war. Smart-Systeme war viel dabei, so für Krankenhäuser und also wirklich große Haussysteme. Kabelanlagen, Haussysteme waren da, die waren gut vertreten, muss man sagen. Also das scheint auch in der Zeit jetzt ein Geschäft tatsächlich zu sein. Es ist einfacher geworden durch optische Kabel und so weiter, durch die Internetanbindung, die dann auch weitergeleitet wird im Haus. Aber ansonsten, bei den Set-Top-Boxen war es teilweise spannend. Da war natürlich 4K. Linux, 4K. Geschichte von Satco Europe. Richtig, die hatten den ersten da stehen. Andere waren schon ein bisschen in Vorbereitung. Da GigaBlue hatte auch schon interessante Sachen da. Aber dann gibt es dann wieder Stände, da frage ich mich, wie die überleben können, wie Strong zum Beispiel. Ich wollte sagen, mit Analogempfängern, das war es ja noch nicht, war digital, free-to-air, aber nichts Besonderes da. Aber das klassische Rauschen ist doch schön, oder Nathalie? Erinnerst du dich auch noch so ein bisschen an das Rauschen im Fernsehen? Ja, das habe ich noch mitbekommen. Ja, so, wenn das Testbild ausgefallen ist und Oma und Opa schlafen schon, das rauscht so vor sich hin, das fehlt heute komplett. Also ich leide darunter. Oder die Fischchen im Bild habe ich immer so über Satellit. Die ganz kleinen, ja. Schönes Analog. Ja. Ah, naja gut, aber wir sind bei 4K doch irgendwie angekommen, haben uns auch schon auf der High-End mal darüber unterhalten, und zwar mit Panasonic, mit dem Walter Merker von Panasonic. Und wir haben ihn gefragt, wie sieht es denn eigentlich momentan aus mit Inhalten, UHD-Inhalte, gibt es dann schon was?
Im Moment gibt es offiziell noch keine richtigen Inhalte, es sei denn, ich würde mir selber machen oder ich würde sie hochrechnen. Also eine hochgerechnete Full HD Blu-ray über entsprechende Player. Jedes Foto mit 8 Megapixeln ist natürlich eine ideale Vorlage. Oder auch entsprechende Camcorder mit 4K-Auflösung gibt es mittlerweile von vielen Herstellern zu kaufen. Aber TV-Programme in dem Sinne gibt es noch nicht. Was muss denn da passieren? Wer muss denn da den Anfang machen? Die Öffentlich-Rechtlichen haben gerade auf HD sauber umgerüstet. Die Privaten, Sky, Pay-TV? Ja, wenn überhaupt, denke ich mal, wird Sky irgendwann mit anfangen. Ich vermute, also meine Information ist, dass der Standard immer noch nicht exakt verabschiedet ist. Und für mich wäre ein Indikator, wenn Sky irgendwann mit einem Bundesliga 4K-Channel kommt, dann heißt das für mich, dass dieser Sendestandard verabschiedet ist. Und dann werden wir zumindest einen Pay-TV-Kanal haben. Sky waren ja auch die Ersten, die mit 3D-Fernsehen angefangen haben. Meiner Information nach ist es so, dass auch das HD Plus Konsortium über 4K nachdenkt. Und dann wird es dann vielleicht irgendwann ein anderes Abo geben, was dann nicht irgendwie 50 oder 60 Euro im Jahr kostet für Full HD, RTL und Sat1 und so weiter, sondern in 4K vielleicht 100 Euro kostet, keine Ahnung. Aber das wird wohl als nächster Anbieter kommen. Bis das die Öffentlich-Rechtlichen in 4K senden, das wird wohl noch einiges Zeit dauern. Aber Problem ist ja zum Beispiel bei einem Fußballspiel schnelle Bewegungen. Momentan auch hier bei dem Testkanal, alles läuft in Zeitlupe ab. Ja, schnelle Bewegungen sind natürlich ein Problem. Und ich denke mal, dass man, was die Datenrate angeht, wird man bei den Programmanbietern sich auch umgucken müssen, weil natürlich die Datenrate für 4K, auch wenn man einen Codec nimmt, der sehr gut komprimieren und reduzieren kann, hat man trotzdem höhere Datenraten, die man auch bezahlen muss. Das heißt also, 4K-Fernsehen wird nicht nur für den Zuschauer teuer durch neue Geräte, sondern auch durch den Programmanbieter, durch zusätzliche Übertragungskanäle, die man kauft oder mieten muss bei Astra und natürlich auch durch neue Technik im Studio, im Übertragungswagen und so weiter. Also es müssen eigentlich erstmal alle Fernsehsender umrüsten, oder? Und dann kann es eigentlich erst weitergehen. Wenn man das so abstrakt sieht, dann ja. Wobei es gibt natürlich heute schon ein absolutes Argument für, dass der Kunde sich einen 4K-Fernseher kauft. Vor allem, wenn wir mal über Bildschirmgroßen oberhalb von 50 Zoll reden. Weil wir dürfen eins nicht vergessen. Wenn Sie ein 60-Zoll-Display haben und Sie haben ein Full-HD-Display, dann haben Sie dort 2,1 Millionen Pixel. Damit haben Sie einen fest definierten Abstand zwischen den einzelnen Pixeln. Das ergibt sich einfach aus der Flächenberechnung. Wenn Sie ein 60-Zoll 4K-Display haben, dann haben Sie dort 8 Millionen Pixel. Das heißt, damit haben Sie einen wesentlich geringeren Abstand zwischen den einzelnen Pixeln und damit zunächst erstmal eine höhere Schärfe. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nur ein öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm auf einem, sagen wir mal, sehr hochwertigen 4K-Fernseher mir anschaue, so wie das auch der 904er hinter mir zweifellos ist, dann ist der Algorithmus, der das HD-Ready-Bild von ARD oder ZDF hochrechnet auf 4K, so gut, dass es durchaus Sinn macht, auch gerade auf einem 85-Zoll- oder auch 60-Zoll-Display über 4K nachzudenken, weil das Bild insgesamt schärfer ist. Aber das heißt, irgendwann hat ein Hersteller angefangen mit 4K und die anderen ziehen jetzt nach. Ja gut, auf der anderen Seite, wenn wir das als Panasonic nicht tun würden und der Kunde möchte gern 4K-Geräte kaufen, dann würde an uns das Geschäft vorbeigehen. Und das können wir uns nicht leisten, das wollen wir uns auch nicht leisten. Vor allem möchten wir auch dem Kunden die Möglichkeit geben, gute Panasonic-Geräte kaufen zu können. Das ist bei Curved genauso. Wir werden demnächst 3 Curved-Serien im Programm haben, weil der Kunde bei Curved Nachfrage hat. Wie schätzen Sie persönlich die Zukunft von 4K ein? Wird das Bild immer noch schärfer? In Japan gibt es ja schon 8K. Ja, wenn ich mir das anschaue, dass sehr vieles, was aus Japan kommt, auch zu uns nach Europa kommt oder auch aus Amerika zu uns nach Europa kommt, dann werden wir irgendwann auch 4K-Fernsehen haben. Vor allem kommt natürlich noch eins dazu, was wir bisher überhaupt nicht besprochen haben, sind die sogenannten Streaming-Dienste. Ich habe natürlich durch entsprechende Programmanbieter, die bei einem schnellen Internet mir heute schon 4K-Filme in 4K-Auflösung ins Wohnzimmer streamen, habe ich natürlich jederzeit sofort einen 4K-Film zur Hand. So, diese Programmquelle haben wir im Moment noch gar nicht besprochen. Das ist auf jeden Fall ein Argument, ja. Aber wie ist da die Qualität? Die Qualität ist, wenn Sie eine entsprechend schnelle Internetverbindung haben, dann ist die Qualität 1:1. Da wird nicht Daten reduziert und nicht runtergerechnet. Allerdings, wie da die Verteilung in Deutschland ist, da müssten Sie bitte die entsprechenden Verantwortlichen aus den Telekommunikationsunternehmen fragen, wie viel Prozent der Deutschen eine Internetverbindung haben, die schnell genug ist.
Wie schnell muss die sein? Also ich denke mal 150 Mbit sollten Sie schon als Download haben. Ja, das wird noch keiner haben, oder? 100 Mbit? Viele, das haben schon mehr als Sie denken. Ja, aber das ist halt vor allem in den Ballungsgebieten. Also Panasonic setzt definitiv auf 4K. Wir setzen auf 4K. Vielen Dank. Aber es soll ja jetzt tatsächlich ein Sender in Ultra HD laufen. Kultursender, ein absoluter demnächst. Kultursender. Mhm. Ach doch, Arte? Nicht Arte, nicht ganz. Auch nicht ein Ableger von Arte, aber doch ziemlich stark frequentiert von Menschen. Ja. Per TV in Ultra HD. Die haben tatsächlich das Studio umgestellt oder sind jetzt dabei, haben die ganze Technik sich dafür angeschafft, das Studio komplett umgebaut und so weiter und so fort. Es wird so richtig toll, ganz, ganz toll, glaube ich zumindest. Ich dachte eigentlich, dass Sky, was ist eigentlich mit Sky und 4K? Ja, die haben Fußballspiel in 4K? Ja, sicher, und dann den Touch, und dann den Touch TV danach noch. ich glaube noch nicht so dran. Also die Studios haben jetzt vor ein paar Jahren mal alle umgerüstet in HD. Das hat Millionen gekostet und jetzt sollen sie wieder umrüsten. Ich weiß nicht. Das auch ist eine halt. Große Preisfrage. Ja, schon. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen spielen da nicht mit. Kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl die das Geld gerne rausschmeißen. Sie kriegen es ja für nichts. Wir zahlen es ja eh. Gebühr ja. bezahlt. Ja, gut. Dann nehmen wir doch lieber die Cloud, oder? Dann nehmen wir die Cloud. Ja, und da gab es was Interessantes von der Firma Axing AG, den Axing Cloud Media Player. Und was der so alles kann, darüber haben wir uns mit Herrn Axel Bechler von der Axing AG unterhalten. Herr Bechler, herzlich willkommen. Vielen Dank. Der Bedarf an Informationsvermittlung über Bildschirm ist groß und wächst eigentlich immer weiter. Die Anlieferung an nur einen Bildschirm ist eigentlich nicht das Problem. Jedoch die Anlieferung und Übermittlung von multimedialen und animierten Inhalt an eine Vielzahl von Bildschirmen schon. Und das Unternehmen Axing AG hat hier eine Lösung gefunden. So ist es, ja. Wir haben für diese Problemlösung einen Media Player entwickelt, den HUE 103 Media Player, der die Möglichkeit bietet, über HDMI, also HDMI-Signale über Ethernet an viele Bildschirme zu verteilen. Das Prinzip ist so, dass die Daten zentral abgelegt werden, sei es in einer Cloud oder sei es auf einem FTP-Server, sinnigerweise auf einer Cloud, weil dort ist der Zugang am einfachsten. Und der Media Player hat schlussendlich zwei Schnittstellen. Eine Eingangsschnittstelle, die ist verbunden mit dem Internet und somit hat der Player Zugriff auf diese Daten, die zentral abgelegt sind. Auf der anderen Seite hat er einen Ethernet-Ausgang, wo er in ein Netzwerk eingebunden wird. Und in diesem Netzwerk sind dann entsprechende Empfänger, die das Ethernet-Signal wieder auf HDMI umwandeln. Diese Empfänger werden an einen Monitor oder Fernseher angeschlossen und somit können diese Inhalte, die in der Cloud liegen, an relativ viele Bildschirme weiter verteilt werden. Wie viele Empfänger kann ich jetzt mit einem Cloud Media Player erreichen? Mit einem solchen Cloud Media Player können Sie bis maximal 127 Empfänger ansteuern und die Empfänger sehen ungefähr so aus. Das ist das Teil, was ans Ethernet angeschlossen wird, also an das Netzwerk, in dem verteilt werden soll und auf der anderen Seite an den entsprechenden Bildschirm. Und hätte ich jetzt zum Beispiel 200 Endgeräte, die versorgt werden sollen, dann käme eine zweite. Dann käme ein zweiter Player ins Spiel. Natürlich auch dann, wenn ich unterschiedliche Abteilungen habe. Also der Einsatz ist ja vom Bahnhof über den Flughafen, über ein Shoppingcenter, über eine Mall, Einkaufsmall, überall vorstellbar. Und natürlich hat nicht jeder Bildschirm denselben Inhalt und auch da werden mehrere Player eingesetzt. Denn ein Player kann immer nur einen Inhalt streamen und somit ist es egal, ob ich mehr als 127 Empfänger habe oder ob ich vielleicht nur 5 Empfänger habe, aber 5 unterschiedliche Inhalte, dann brauche ich natürlich auch unterschiedliche Player. Also ein Kaufhaus mit verschiedenen Abteilungen, verschiedene Fachgebiete, da kann ich verschiedene Werbe. Richtig, da werden verschiedene Player eingesetzt, die dann in den entsprechenden Directories auf der Cloud oder in der FTP, auf dem FTP-Server, ihre Inhalte wieder abholen. Gibt es irgendwelche Beschränkungen bei den Formaten Audio, Video? Nein, die Videoformate sind vielfältig. Typischerweise ist es ja Video, man wird am meisten über Video sprechen. Es kann MPEG-2 sein, MPEG-4, H264 und viele andere.
Und für Slideshows, also für Bildfolgen, ist es JPEG und auch dort noch einige mehr. Das muss im Detail dann noch besprochen werden. Ja. Das System arbeitet ort- und zeitunabhängig. Was muss ich darunter verstehen? Darunter können Sie verstehen, dass der Player eine webbasierte Oberfläche hat, die intuitiv zu bedienen ist und die bietet Ihnen die Möglichkeiten, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten. Das heißt, die Inhalte sind nur noch an einem Ort gespeichert. Mhm. Einfaches Beispiel, wir haben einen Kunden, der hat 20 Fitnesscenter in unterschiedlichen Städten und hat Kurse und Kurse angeboten zum Beispiel und musste dann jedem einzelnen Manager dieses Fitnesscenters einen Stick zuschicken, ihm sagen, bitte steck das in den Fernseher, lass es um 17 Uhr laufen. Das fällt weg, das ist die Ortsunabhängigkeit, die Daten sind jetzt zentral auf der Cloud. Er sagt, und jetzt kommt die Zeitunabhängigkeit, um 17 Uhr oder alle 5 Minuten schaut im Prinzip der Player nach. Gibt es ein neues Video in meiner Cloud, ja. Dann lädt er das runter, speichert es auf diesem Stick, der hier drin ist, zwischen. Und sobald das gespeichert ist auf dem Stick, wird dieses Video oder diese Information ins Netz gestreamt. Mhm. Somit bin ich völlig zeitunabhängig und ortsunabhängig. Es wird von einer zentralen Stelle gemanagt und es muss keiner mehr irgendwo eingreifen vor Ort. Nun sind solche Inhalte ja eigentlich für geschlossene Benutzergruppen gedacht. Wie sieht es da mit der Sicherheit aus, mit der Datensicherheit? Die Datensicherheit, die Datenübertragung ist nach neuesten Standards verschlüsselt. Da passiert überhaupt nichts. Das ist absolut sicher. Mhm. Sie haben es am Anfang mal kurz erwähnt. Für welche Zielgruppen ist das gedacht? Flughäfen haben Sie schon gesagt. Also es verteilt wird Werbung, Information oder Unterhaltung. Das sind einfach so die drei Grundtypen, die verteilt werden können oder das sind die Anwendungen. Und jetzt können Sie gehen zum Tankstellensystem, also in den verschiedenen Tankstellenjobs wollen Sie irgendwie etwas bewerben, dann können Sie was bewerben. Sie können das in einem Flughafen Informationen weitergeben. Der kürzeste Zeitpunkt zum Beispiel oder das kürzeste Zeitintervall, um neue Informationen zu bekommen, ist eine Minute. Mhm. Das heißt, jede Minute kann ich sagen, schau nach, ob neue Informationen da sind. Somit ist es Informationsvermittlung. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, einfach Filme ablaufen zu lassen. In Asien sieht man das relativ oft an großen Lift-Centern, wo jetzt mal 6, 7 oder 10 Lift-Stationen zusammenkommen, steht einfach ein Bildschirm und da läuft irgendein Film drauf und sowas kann man natürlich darüber auch verteilen. Mhm. Also ich könnte jetzt sogar aufteilen. Für Damen, für Herren, für Kinder. Natürlich, selbstverständlich. Ich habe unterschiedliche Player und ich kann jetzt also gerade im Kaufhaus sagen, wir haben eine Fleischabteilung, eine Fischabteilung und eine Brötchenabteilung. Und natürlich ist die Information unterschiedlich und das wird dann einfach über drei Player gemacht. Und die entsprechenden Empfänger haben eine IP-Adresse, werden dem passenden Player zugeordnet und somit ist die Verteilung relativ einfach machbar. Herr Bechler, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Changhong ist inzwischen in Deutschland ein geläufiger Markenname, und zwar immer dann, wenn es um Flachbildschirme geht. Und eine besondere App noch dazu. Haben die eine? Die haben eine, ganz neu, die iSmart TV App. Damit kannst du speziell Changhong-Geräte bedienen. Aber nur die? Nur die, aber das ist nicht nur eine App an sich, also nicht nur eine Fernbedienung, sondern da geht schon einiges mehr. Also die Fernbedienung an sich brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Mhm. Und wie genau das funktioniert, das zeigt uns der nächste Beitrag. Wer braucht noch eine Fernbedienung oder eine langweilige TV-Zeitschrift, wenn es alles zusammen viel bequemer auch in einer App gibt? Der Hersteller Changhong hat ganz neu die iSmart TV App für iOS und Android auf dem Markt. Damit lassen sich zahlreiche Fernsehgeräte von Changhong wunderbar bequem per App steuern. Bei der Erstinstallation des Changhong TV-Geräts wird ein QR-Code angezeigt. Dieser verweist direkt auf die iSmart TV App. In wenigen Sekunden nach Start der App wird das TV-Gerät gefunden und eine Verbindung ist hergestellt. Die Menüstruktur ist logisch aufgebaut und die App somit absolut intuitiv bedienbar. Es gibt drei Hauptbuttons: Mein Bereich, TV und Fernbedienung.
Die Fernbedienung enthält übersichtlich natürlich alle wichtigen Tasten, von Home über Menü, die Kanalnummern-Eingabe, Kanal hoch und runter sowie die Lautstärkeregelung und Stummschaltung. Sogar ein Touchfeld ist vorhanden. Im Menüpunkt Mein Bereich werden zahlreiche Grundeinstellungen vorgenommen. Eine Suche ist möglich, Reservierungen werden angezeigt. Steht eine Reservierung kurz bevor, gibt es eine Benachrichtigung. Es ist sogar möglich, das On-Screen-Display des Fernsehgeräts zu steuern. Das heißt zum Beispiel, die Helligkeit oder den Kontrast einzustellen. Bilder, Videos oder Musik vom Smartphone können mal eben auf das TV-Gerät gezaubert werden. Und das superschnell und unkompliziert. Unter TV ist als absolutes Highlight sogar ein vollständiger Programmguide enthalten, der alle empfangenen Kanäle abdeckt. Es kann aber natürlich auch nach speziellen Kategorien gefiltert werden: TV-Serien, Filme, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung, Kinder und Themen. Nähere Infos gibt es bei einem Druck auf das Bild. Abspielen bedeutet, das TV-Gerät wechselt direkt auf diesen Kanal. Reservierungen können vorgenommen werden. Obendrein gibt es sogar Empfehlungen für Sendungen, die ebenfalls gefallen könnten. Ein rundum gelungenes All-in-One-Paket. Die App iSmart TV für viele Changhong-Fernsehgeräte bündelt TV-Guide, Empfehlungen für Ihre Lieblingssendungen und alle Fernbedienungsfunktionen in einem. Praktischer geht es wirklich nicht. So, jetzt kommen wir zu einer etwas illegaleren Geschichte. Um davon zu berichten, seid ihr sogar ins benachbarte Ausland gefahren. Was genau gab es denn da Geheimnisvolles zu entdecken? Was war das? Sowjetunion war das, ne? Oh, ja, also irgendwie sowas. Das war eine weite Fahrt. Kasachstan, benachbart. Fall, ja. Benachbartes Ausland. Gut, quasi leicht benachbartes Ausland. Okay. Haben Sie schon mal PowerView gesehen? Oder können Sie sich erinnern, dass es je gehackt worden ist? Ich jedenfalls nicht. Ich weiß, es hat man sich immer bemüht darum, das irgendwie hinzukriegen. Damals noch in EFN-Zeiten, da war das dann in irgendwie was zu versuchen, ist aber nie richtig geglückt. Ich habe mal gehört, es ging irgendwie, wenn man es aufzeichnet und dann danach nachträglich entschlüsselt. Mhm, richtig. Habe ich gehört. Ja. Aber ich meine, wir hören ja nur so. Ja, ja, eben. Aber mittlerweile haben wir im Ausland, im weit entfernten Ausland, etwas entdeckt, und zwar einen Dr. HD D15. Ein recht angenehmer und schöner Receiver eigentlich. Der wurde dazu benutzt, andere gehen auch, das wissen wir natürlich auch. Und der wurde dazu benutzt, um dieses PowerView sichtbar zu machen, und zwar in der Live-Sendung. Genau, nicht mehr aufgezeichnet. Und da waren dann so Sender wie, was war da zu sehen? Bundeswehr TV. Wozu das gut ist, weiß ich auch nicht genau. Aber wie gesagt, es scheint ein heiliges Ding zu sein. Es ist also PowerView verschlüsselt. Sind es nicht die, die eine Millionen-Etat im Jahr haben? Die haben eine Millionen-Etat noch einen größeren gehabt, aber dürfen, glaube ich, keine Eigenproduktion heute mehr machen, weil es dann noch teurer werden würde. Und heute haben die dann Inhalte von RTL, Deutsche Welle, TV, Sky, das Fußball, glaube ich, und Spielfilme haben die denen. Genau. Wie gesagt, das ist gehackt. Scheint recht einfach irgendwie zu funktionieren. Und angeblich, das haben wir nicht probieren können, auch EFN-TV. Das soll angeblich auch empfangbar sein. Ob sich das nun über lange Zeit hält oder nicht, das wissen wir natürlich auch nicht. Sie sehen hier einige Bilder davon, was wir da so erleben durften. Ein Hacker, der also recht intensiv arbeitet, um solche Dinge da herauszufinden. Natürlich muss ich dazu sagen, rein für wissenschaftliche Zwecke. Mit Sicherheit. Ja, nichts anderes. Also er macht keinen Kommerz daraus. Aber spannende Sache auf jeden Fall dort. Das war es auf jeden Fall. Ja. Also hier habe ich es noch nicht gesehen. Kann sein, dass es das hier auch gibt. Man spricht da vielleicht auch nicht so öffentlich drüber. Aber Sie sehen es selber, es funktioniert das Ganze. PowerView, lange gedauert, bis da mal was. Ewig. Ich dachte also immer, mit diesen einzeln adressierten Receivern, das Ding ist sicher wie wirklich nichts anderes. Naja, bei EFN ist es so, das ist ja auch adressierbar an bestimmte Gruppierungen innerhalb des Militärs, also Offiziere, Soldaten oder dergleichen. Die einen haben die Meldung, wenn es jetzt irgendwas Militärisches ist, die anderen haben sie nicht. Bei Bundeswehr TV ist das, glaube ich, nicht so. Das ist einfach ein Fernsehprogramm. Wundert mich auch, dass es so stark verschlüsselt ist. Ne? Ich würde es ganz gern wegen der Deutsche Welle TV inhalten sehen. Die hätte ich, für mein Leben hätte ich die gerne, ja. Oder? Natürlich auch mit dir? Ja, doch. Ne? Spannend. Okay. Ja, das naja, war, also das, man, das dazu. Man wird sehen, wie das weitergeht, oder? Richtig. Bitte auf gar keinen Fall nachmachen. Es ist wirklich illegal.
Deswegen sagen wir das extra nochmal dazu. Wir haben auch die Hände uns hinterher gewaschen, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Und dann sind wir wieder heimgefahren. Ja. Ja, dann sind wir wieder heimgefahren, genau. Genau. Das war es auch schon für heute. Schauen Sie mal auf unserer Facebook-Seite vorbei, liken Sie uns, hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Was haben wir noch? Den Newsletter? Nicht das vergessen, oder? Den ja. Newsletter. Das macht er. Den holen Sie sich auf unserer Homepage am besten, dort abonnieren. Und dann gibt es den einmal in der Woche kostenlos, in der Regel freitags, direkt zugestellt per Mail. Und ich habe auch noch was für Sie, und zwar eine 2-Meter-Antenne. Die ist abzugeben, eine schön erhalten, gut erhaltene 2-Meter-Antenne von einem Zuschauer abzugeben. Das Problem ist, kannst du haben, ich habe aber nicht die E-Mail-Adresse des Zuschauers, die E-Mail ist verloren gegangen. Also der guckt jetzt garantiert zu. Bitte noch einmal die E-Mail und schreiben, die Adresse und schreiben, damit wir sie dann auch weitergeben können. Es ist ein Häkchen dabei. Sie gibt sie nicht umsonst. Nicht, weil er was verdienen will daran. Er will verhindern, dass diese Antenne auf dem Schrott landet, weil sie dort vielleicht 60, 70 Euro bringt. Er möchte 50 Euro dafür haben, damit sie nicht im Schrott landet. Das ist so eine kleine Anerkennungssumme. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich kenne das Fabrikat der Antenne nicht. Soll im sehr guten Zustand sein. Also, wenn Sie Interesse an der Antenne haben und schneller sind als der Rudi hier. Ich darf sie leider doch nicht nehmen, sonst bekomme ich Probleme daheim. Ach so, ich darf 2 Meter Antenne. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an uns. Auf der Homepage finden Sie die E-Mail-Adresse info@techtime.tv und wir leiten dann Ihre Anschrift an den Verkäufer oder Abgeber oder was auch immer weiter. Das war es jetzt von uns. Genau. Herzlichen Dank, ihr beiden. Denken Sie daran, unser Newsletter zu abonnieren. Kommt jeden Freitag, ist kostenlos, bringt eine Menge Infos. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis dann.